damit recht herzlich willkommen zum nächsten Part im FM mit Hertha BSC. Wir stehen am ersten Spieltag gegen Werder Bremen, wie man auch gerade unweigerlich an der Vereinszone hören konnte. Dazu haben wir weitere Top-Begegnungen, Bayern gegen Wolfsburg, Dortmund gegen Leverkusen und Hannover gegen Schalke. Nachdem wir zuletzt 5:0 überzeugend im Pokal gewonnen haben, als eine Pflichtsieg gegen Viktoria Köln. Und hier, jetzt geht's los, der erste Spieltag steht vor der Türe, wir sind heiß drauf. So, wie ich ja im letzten Part schon angedeutet hatte, werde ich weiterhin mit 3D-Modus spielen. Textmodus ist einfach nicht meine Sache. Ich habe einen Vorschlag bekommen, den werde ich heute mal ausprobieren. Das während dem Spiel ich einfach auf vierfache Geschwindigkeit stelle und dann vom Strafraum wieder auf verlangsame. Ja, wir haben uns dafür keine weiteren Transfers mehr entschieden. So sieht momentan unsere zweite Mannschaft aus. Ich denke mal, da haben wir auch einen recht guten Ersatztorhüter, falls mal was sein sollte mit Jahrstein. Dann haben wir ja hier noch... Wieso hat er keinen Mentor? Details, Mentor. Darida. So. Dann haben wir hier noch einen unpassenden Mentor. Können wir Kalu machen. Und dann passt das hier auch soweit. Guck mal hier hin. Er hat kein Details. Vielleicht jetzt ihn. Und ich würde sogar vorschlagen, dass wir ihm sogar schon für nächstes Jahr einen Vertrag geben. Nächste Saison, 3 Jahre. Zweite Mannschaft. So. Was haben wir für ein Problem? Sie sollten mehr mit den Spielern sprechen. Das heißt, immer zurücksortiert, finde ich ein bisschen komisch. Ja, können wir ein bisschen Moral boosten, weil es in der Regel eigentlich immer gut ankommt. Kann man natürlich gut gebrauchen vom Spiel gegen Werder Bremen. Joey Tinger, der ja momentan leider noch verletzt ist. So. Dann gucken wir mal. Darida. Ist noch nicht in Form, den lassen wir noch zu Hause. So, dann haben wir hier mit Ho sogar eine sehr gute Form. Gucken wieder auf. Ja, so würde ich es auch machen. Ja, komm. Lass mal Skillbrett dabei. Und dann gehen wir hier noch Verträge. Da haben wir alles soweit. Da auch. So, und dann gehen wir rein ins Spiel. 3D-Spiel zu Hause im Olympiastadion. Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ja, da wollen wir hoffen, dass das hier relativ schnell geht. SC Fortuna Duisburg hat die letzten 7 Spiele alle gewonnen. Stark. So, ich hoffe, dass das jetzt natürlich nicht abkackt während dem Spiel, weil ich habe es ordentlich gemoddet. So, dass das wenigstens halbwegs ordentlich aussieht. Ich habe aktuellen Trikots, Rasenmod drin, Tornetzmod, also alles mögliche. Fangesänge habe ich mit reingepackt. Und dann sind wir schon. Ach, verdammt. Sie sind alle heiß auf die neue Saison. Unglaublich.
So. Wir sind im Angriff. Das war wohl abseits. Wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Ah, ich muss im nächsten Part auf jeden Fall noch die Kommentatoren ausschalten. Tut mir leid. Stocker im Angriff. Eine ordentliche Stimmung hier im Olympiastadion von beiden Fanseiten. Boah, da kassieren wir es 1-0. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Was hat der Direktor für den Ajrovic auf Elia. Der versucht Querpass. Jetzt mit einer Flanke. Petersen schießt. Pfosten. Ah, der Ball geht's aus. Ja, Hegeler auf Solomon Kalou. Ja, ich weiß einfach nicht, was er mit ihm machen soll. Er kommt einfach nicht den Tritt. Erik Dohm gewinnt hier schön den Ball. Bärenzug. Kalou, der raus auf Stocker. Stocker geht auf die Außen. Bringt die Flanke. Kalou. Oh! Das war die Riesenchance zum Ausgleich. Für Solomon Kalou. So, Stocker spielt einen Querpass auf Solomon Kalou. Der lässt aussteigen. Was macht er? Oh, was macht denn Kalou? Den wechseln wir auf jeden Fall zur Halbzeit schon wieder aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt geht keiner auf Elia. Doch Dohm holt sich den Ball gegen Elia. Jetzt betreiben wir hier mal ein bisschen mehr Aufwand, um nach vorne zu kommen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hegeler, der sich schön den Ball holt. Komm schon, Stocker gegen Lukimi am Lauf, ey. Holt, gewinnt hier den Ball. Was macht denn Kalou? Also. Dafür gibt Bremen nochmal eine Großchance. Dann gehen wir in die Halbzeit, liegen 0-1 zurück. Die anderen Zwischenstände, Köln, Hamburg 0-0, Dortmund und Leverkusen 0-0. Bayern führt schon 2-0 gegen Wolfsburg. Freiburg führt gegen Frankfurt, Schalke führt in Hannover. Hoffenheim führt gegen Augsburg, Stuttgart führt gegen Gladbach und Paderborn, Mainz noch 0-0. Wir tun jetzt auf jeden Fall was. Ich bin sehr unzufrieden mit ihm. Warum die jetzt eine 4,5 haben, kann ich noch nicht nachvollziehen. Da werden wir auf jeden Fall noch nichts machen. Dann machen wir den hier. Und den. Motivieren die ganze Mannschaft. Und dann kommt Julian Schieber zu seinem Debüt für uns in der Liga. Oh, das war abseits. Ja, Schieber mit einem sehr schönen Ball auf Stocker, aber der kommt leider nicht dran. Oh, Ronny, der hier, den man aussteigen lässt. Toso Guy mit einem schönen Ball auf Schieber. Den nochmal auf Stocker. Der bringt eine Flanke auf Hegeler und da war es 1-1. Jens Hegeler, Wahnsinn. Schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet. Jetzt sind wir wieder dabei. Langkamp. Oh, Schieber. Oh, schade. Verspringt ihm wohl der Ball.
glaube, Behrens auf Hegeler. Nein, das war ein Fehlpass. Hajrovic auf Elia. Elia kommt frei. Nee. Unser Rechtsverteidiger Patriark ist da. Da kommt Van der Berg für Garcia. Nils Petersen im Angriff. Bringt die Flanke. Lustenberger kann aber klären. Erik Dohm mit einem Befreiungsschlag. Stocker kommt an den Ball. Stocker spielt nach vorne auf Schieber. Und der verliert wieder den Ball. Also, wenn man scheint echt ein Stürmerproblem. Vielleicht sollte man ohne Stürmer spielen. Aber Langkamp gegen Petersen gewinnt da den Ball. Schieber gegen Prödel. Prödel spielt den Ball runter auf Lukimia. Und der nach vorne auf Obraniak. Hajrovic, den jetzt wohl gleich im Wechsel erwartet. Und hier die da haben wir einen Abseits gehabt. Wir wechseln auf. Bringen Lustenberger Peter Niemeyer. Aber sehr schöner Ball von Ronny. Egeler. Und der, was macht der denn? Wir befinden uns schon in der 79. 80. Minute mittlerweile. Da müssen wir jetzt aufpassen. Junosovic. Den hat aber Ron Robert Zieler, unsere Leihgabe aus Hannover, sicher. Ja, Hegeler mit einem Ball auf Erik Dorm, der nach vorne auf Ronny, der auf Stocker. Was macht Schieber? Schieber legt sich den Ball wieder zu weit vor. Also wir haben echt ein Stürmerproblem. Dann machen wir mal einen Befreiungsschlag. Behrens. Niemeyer. Und wir spielen das Spiel 1-1, glaube ich, oder was im Foul? Ja, wir spielen 1-1. Gucken wir uns hier mal kurz die Ergebnisse an. Dortmund gewinnt noch 3-0. Hamburg gewinnt 1-0. Bayern 3-1, Freiburg 4-1, überzeugender Sieg gegen Frankfurt. 1-1 von Schalke gegen Hannover noch. Hoffenheim gewinnt auch 1-0, Stuttgart gewinnt 3-0 und Mainz 1-0 gegen Paderborn. Da sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht gegen Bremen gestartet. Das war doch eine spannende Partie. Oh, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss. So, ich muss jetzt direkt mal gucken, wo man die ausmachen kann. Dann gucken wir hier rein in die Statistik. Von den Noten der Stocker natürlich in der 2,5 gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier Erik Dorm. Dann gucken wir kurz in die Statistik. Das geht auch soweit. Ja, vielleicht nicht ganz in Ordnung. Bremen war schon stärker als wir. Aber wir können damit leben. Dann gucken wir hier in die das Team. Das Spiel, also die 11 des Tages. Dann sind wir natürlich nicht mit drin. Schade. Ja, das Duell war definitiv von den Noten der Prödel gegen Dorm. Dorm konnte 100% seiner Zweikämpfe gewinnen und Prödel auch. Das ist stark. Ja. Jens Hegeler erzielt erstes Ligator für uns. Hosogai kommt nicht zum Abendessen in der Mannschaft. Viele Gesang reagieren etwas verschnupft. Das ist nicht gut für die Atmosphäre des Teams. Was hat Hosogai denn für ein Problem? So. Ja, es gab Beschwerden, dass zu wenig Toiletten da sind. Da kann man momentan nichts gegen machen, sonst einfach das Geld auch ein bisschen dafür fehlt. So. Wir gehen mal weiter nach vorne. Fredo Cavanda wechselt von Lazio zu Basel. Ich glaube, das war sogar der letzte Wechsel. Das nächste Spiel ist gegen Leverkusen. Wir haben es natürlich richtig schwer momentan. Das Startprogramm ist echt heftig. Joy Tinger ist wieder fit. Wir machen hier mal einen Stopp. Er hat es wieder nicht stark gemacht, der Schweiz. Tut mir leid, Leute. So,
Jetzt haben wir nämlich das Problem, das nächste Spiel werden wir nicht im 3D gucken können. Wir haben einige Spieler, wenn ich sage, wir haben wirklich einige Spieler, die auf Nationalmannschaftsreise gehen. Wir müssen uns mit ein paar Spielern aus der zweiten Mannschaft behelfen. Beispielsweise mit einem Ersatztorwart, der natürlich auch mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Für eine Woche in die erste Mannschaft. So. Was braucht man noch? Wir brauchen noch drei Auswechselspieler. Dann nehmen wir natürlich hier ein bisschen mit die Stärksten. Zecke Neuendorf, die kriegt auch nochmal erste Mannschaft. Bin ich einfach dafür. Die Legende von der Hertha. Und ihn noch. Aktion. In die erste Mannschaft für eine Woche schieben. So. Würde ich sagen, haben wir sogar noch eine komplette Ersatzbank hingekriegt. Wir haben Zecke Neuendorf mit dabei. Der wirklich wird seine Karriere beenden. So, dann wenden wir auch an dieser Stelle schon wieder den Part. Wir haben ja noch ein Sponsorenangebot, das nehmen wir noch kurz an. Audi möchte noch ein paar Banden holen. Wir machen mal die Anzahl erhöhen. Na kommt schon. Okay, 10 Stück nochmal. Haben wir noch 12 freie Banden. Die kriegen wir bestimmt auch noch weg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann beenden wir an dieser Stelle den Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Part. Euer Elite Rage.